Liebe Konsumenten und Konsumentinnen in der Weihnachtszeit, ich bringe euch eine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft vom heutigen Tag ist, glauben Sie nicht in diesen Wirtschaftsvertreter, die sagen, es geht nicht, es ist nicht möglich. Es ist möglich, wenn wir wollen, ist es möglich. Wir können konsumieren, erneuerbare Sonnenstrahlen, Wind von der Sonne antreiben, Wasser von der Sonne in die Berge treiben. Wir können konsumieren die Wärme, wir können konsumieren den Strom, wo all die Sonnenkraft in ewigen, verschiedensten Arten kann uns bringen. Wir können konsumieren den Strom und wir können ihn teilen, global, national, international, mit unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, mit unserem Toaster, mit unserem Kühlschrank, mit unserer Wärmepumpe. Wir können den Strom mit allen teilen. Wir können Kabel zwischen uns aufspannen und damit Verbindungen schaffen, die für Frieden da sind. Und wenn man sie durchschneidet, beide etwas verlieren. Wir können mit dem Strom auch Kabel nach Afrika schließen und dann mit den Leuten, die dort leben, zusammen schaffen, sodass alle profitieren, sodass sie gleichzeitig Trinkwasser können salzen und wir von innen den Strom kaufen und dieses Know-how überbringen. Es kann der Friedensweg sein, wo allen einen erneuerbaren Konsum von erneuerbarer Energie ermöglicht. Um alle Atomkraftwerke in der Schweiz ersetzen, braucht es etwa 15 Quadratmeter Sonnenphotovoltaik-Panels pro Person in der Schweiz. Oder, wenn man das nicht macht, ein grosses Windkraftwerk pro Gemeinde in der Schweiz. Wenn man beides miteinander macht, haben wir gerade genug Strom, um das ganze Öl ersetzen durch wärmegedämpfte Wärmepumpenhäuser. Es ist also wunderbar, es ist alles möglich. Die Frage ist, was wir wollen konsumieren. Heute dürfen wir uns das noch lange, was wir wollen konsumieren. Aber jetzt in der Weihnachtszeit ist die frohe Botschaft, es ist möglich. Wir können konsumieren, erneuerbar. Wenn wir es nur wollen, wenn wir es nur wollen, können wir alles, was wir brauchen, erneuerbar produzieren. Mit geschlossenen Materialkreisläufen, ausschließlich erneuerbare Energie, ist Konsum auch in Zukunft noch möglich für alle die, die das wollen. Hurra! Weihnachten! Ein Geschenk- und Konsumfest wird es auch in Zukunft noch geben. Wir demonstrieren hier nicht gegen das Glück der Menschen. Wir demonstrieren hier für einen gemeinschaftlichen Entscheid, für einen guten Entscheid, für einen vernünftigen Entscheid zu einer sinnvollen Energienutzung. Da sieht man ein Bionix Elektrovelo. Ein Bionix Elektrovelo kann mit einem Liter Benzin über 100 Kilometer fahren. Oder mit dem Energieinhalt in Strom. Ein Problem gibt es bei dieser ganzen Sache leider noch. Es ist im Augenblick noch ein ganz bisschen rentabler, wenn man mit Uran und Öl Energie produziert und darum interessiert sich vor allem denen, die das Kapital haben in dieser Welt eigentlich nicht mehr so richtig für erneuerbare Energie. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich einfach irgendwann unsere Energie aus China beziehen und dann geht da vielleicht langsam das Licht aus, weil wir es uns nicht mehr leisten können. Also das wäre eigentlich noch schade. Dann wären wir irgendwann so auf dem energetischen Niveau von Afrika oder so. Und dass das nicht passiert, konsumiert erneuerbare Energie und genießt es und verteilt die wundervolle Nachricht. Es ist möglich, wir müssen nur den Kaufentscheid auf erneuerbar setzen.